Der Übeltäter hätte es gern, wenn er sich von der Strafe jenes Tages loskaufte. Was ist er bereit zu bezahlen, damit er nicht in die Hölle kommt? Ja, ja, aber in der Ayah wird was anderes erwähnt. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal, dass er sich loskaufe mit seinen Söhnen und seiner Gefährtin und seinem Bruder und seiner Familie, die ihn aufgenommen hat, und allen, die auf der Erde sind. Er wünscht, dies möge ihn hierauf retten. Möge Allah uns bewahren. Also, Yawm al-Qiyamah, ist man bereit, die eigenen Eltern und Geschwister und Kinder und Familienangehörige und Freunde, alle sollen sie in die Hölle? Hauptsache, ich komme ins Paradies. Möge Allah uns bewahren. Und das zeigt, wie schlimm dieser Tag ist. Dass man alles vergisst. So sehr du deine Eltern liebst, so sehr sie dich lieben, so sehr du deine Familie liebst, deine Kinder liebst, Yawm al-Qiyamah, kümmert sich jeder um sich selbst.